Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Sleeping Dogs. So, Problem. Es fehlt an Muni. Ich habe noch zwei Gegner hier wegzuballern. Kann ich vielleicht hier irgendwie an den Kofferraum oder so? So, danke. Geh in Deckung, geh in Deckung, geh in Deckung. Noch mehr. Over there, on your left side. Shit, man, he's getting away. Come on, let's go. Step on it. Okay. Okay, das ist, glaube ich, die Mission, die ich jetzt so übel fand, die wahrscheinlich übel wird, wo ich schon gewarnt wurde vor, dass das mit dem Gamepad keinen Spaß machen wird. Okay, jetzt hält er schon selber, auch in Ordnung. Er scheint so einen leichten Auto-Aim auf die Dings zu haben, auf die Reifen, das ist schon mal ganz gut. Du kannst da weg. Du kannst da weg. Mensch, ich muss nachladen. So fit sieht das Auto leider nicht mehr aus. Muss ich ja mal sagen. Das hat sich ja gelohnt. Na dann. Weg. Oh, ich suche das Schrein. Moment. Na komm, bleiben Sie mal hier, bitte. Schön da bleiben. Ich möchte doch nur mit dir reden. Hi. Da ist auch noch ein gesundes Shit rein drin. Okay. Vielleicht nach der Mission alles erstmal erkundbar. Ich kann mir noch ein paar Dings hier setzen, ein paar Wegpunkte unterwegs. Ich bin's, du Lehr!
I'm gonna break your face. You dare? You wanna stay pussy? Kann ich dir hier auch mal Knopf schnappen? Jawohl, kann ich. Tell your boss, stay the fuck out of my territory. Fuck you, eh? Damn it! HKPD, surrender! Ah, shit, just what I needed. Okay. Ich muss da mal kurz weg. Entschuldigung. Get in! Get in! What the hell? What should we do? Who the fuck are you guys? Change your tongue, Shen. Miss Yang is a red pole, and she just saved your life. Miss Yang? Broken Nose Yang? My apologies, Madame Red Pole. So why'd you bring me out here? I have heard a lot about you, Wei Shen. I will get to the point. You must realize that you cannot stand against Big Smile Lee alone. That's what everyone tells me. Roland Ho said I'd need other bosses to support me. Indeed. Nah, I believe in harmony, balance, peace, and I don't mind spilling a little blood to achieve it. With Uncle Po in the hospital, there's much uncertainty in the Sun On Yi. If he recovers, we will both be stable and strong. But if he dies? The 18K presents a very real threat. We cannot afford to appear weak. We will need to elect a new chairman quickly. You, for instance. Ah, Big Smile Lee represents a step backwards for the Sun On Yi. Why continue to force girls into prostitution and pornography when there are other, less archaic, more profitable ways for us to make money? I have very different ideas about our future. I want to take the Sun On Yi forward, but it would be unwise even for me to stand against Big Smile Lee unaided. Which brings me to you. Nah, we both appear to have the same problem, Wei Shen. And the opportunity to benefit if we work together. So it seems. I have my own reasons for hating Big Smile Lee's operation. Now, if you stand against him, you can count on me. Good. We will talk soon. Zou tao le ha? Wei Shen. Oh, alles klar. Ab jetzt kann ich wohl die Mission wiederholen, weil es mir vorher noch nicht aufgefallen. Aber hey, wir haben Triaden-Upgrades, sehr schön. Was machen wir denn da Schönes? Das ist, glaube ich, egal. Nahkampf-Sprintangriffe. Weniger Schaden durch Nahkampf. Ja, nehmen wir das zuerst. Irgendein Wichser namens Ness zockt im Top Glamour ab. Brauche Hilfe. Okay, Jackie. Dann schauen wir doch mal. Ich hätte gerne ein Auto. Dann haben wir also auch hier was Nettes. Sehr schön. Gut, gehen wir kurz auf die Karte. High Roller Gedöns. Aber da scheint, wie dringend ist denn das jetzt? Ich glaube, ich mache noch gerade ein bisschen ansehen. Wie gesagt, das scheint mir jetzt nicht so dringend zu sein. Fahren wir nicht ins Auto, Kollege. Dann kann ich nämlich hier noch ein bisschen ansehen. Zusammenbasteln. Auch
Hier sind noch Gegner, aber die Dings habe ich ja, von daher müssen wir uns da jetzt nicht unbedingt prügeln. Nur wie komme ich da jetzt hin? Der scheint immer in dem Wagen hier die Dings zu spielen, halt diesen Klassik-Sender. Das mit den Hinterhöfen ist, finde ich jetzt nicht so einsichtig immer. Scheinbar muss ich echt hier hinten rum, oder? Ah ja. Gerade mal nix. Ich hüpfe mal auf mein Auto drauf, ne? Das scheint doch was zu sein hier. Nein. Kann ich da oben irgendwie rüber? Sieht auch nicht so zuverlässig aus. Ich glaube, dann renne ich einfach mal hier an der Seite vorbei und gucke, ob ich einen Zugang finde. Hier ist ja auch nichts, ne? Das sieht alles ziemlich zu aus. Ebenso wie hier. Ich muss, glaube ich, muss ich hoch? Warum stehst du da in dem Beet rum, Mädel? Ah, guck mal. Hey, damn it! Good to see you. What do you need? I need a favor. I was supposed to collect some protection money from these vendors an hour ago. But the bastards called the cops for protection. Can you distract them? All right. I'll see if I can draw them off. Okay. Kann ich irgendwie zielen? Haha. Hey, you! In the stupid uniform! Helicopter! Through him! Keep running! Give up now! Geht doch. Okay, witzige Mission. Hi. Hi, ich muss da mal durch. Moment. Mich ja, welche Cops da mitmachen würden. Ah, ihr zum Beispiel. Woher wissen die das überhaupt? Gerne, gerne. Ah, jetzt sind wir hier oben, alles klar. So kommt das dann alles zusammen. Gut, haben wir noch was mit ansehen? Das hat ja, glaube ich, nicht für ein Upgrade gereicht, oder? Nee, ein kleines Stück. Gut, dann suche ich mir mal gerade noch was Schönes. Aber das wird auch automatisch freigeschaltet, sehe ich gerade. Wo haben wir denn noch? Hier war doch noch eine Ansehensquest in der Nähe, oder? Ja, da oben das. Den Rattenfänger. Hm? Können wir vielleicht noch ein paar Ratten fangen? Aua. Was ist denn hier eigentlich? Achso, einer der Polizisten, die mich verfolgt haben. Alles klar, das macht dann natürlich Sinn. Da haben wir noch ein Polizeiding, aber wie gesagt, da haben wir erstmal genug von.
help you out? Hey, what's going on? Big punk guy be moving in on my girl. Problem is, this guy's connected with some big shots. Otherwise, I would just fucking kill him. He hangs out by the bus depot, doing all kinds of illegal shit. I figure, if the cops happens to be there, he would have other things to worry about than my girl. Sure, why not? Good. Cops ins Schlepptau nehmen. Reicht das? Ja. Dann kommt man gerade mit. Kriegt ihr das gebacken, Kinders? Ihr sollt nicht zu Fuß kommen, ihr sollt mit dem Auto kommen. Ah, da kommt was. Okay. Geht doch. HKVD! You are under arrest! Könnte ich da durchfahren? Leider nicht. Hey! Das war jetzt nicht so nett. Das auch nicht. Na, ich glaube, ein Bus vor dem Polizei wegfahren ist nicht so toll. Vielleicht mit dem Wagen hier. Warte, blablabla. Ich brauche mal gerade dein Zeug. Läuft die Zeit. Jetzt steig doch ein. Meine Güte, ich stehe vor dem Wagen und drücke die Einsteigetaste. Dann geh halt um den Wagen rum und steig da ein. So, komm. Da muss ich eigentlich nur mal kurz da drauf fahren, umdrehen und dann war es das ja auch schon, schätze ich. Muss ja dann nochmal weg. Die werden sich ja dann mit denen ein wenig vergnügen. Ciao. Na gut, guck mal. Bringt ihr in ihr Fahrzeug, egal wann und wo. Das ist gut. Das ist echt gut. Hello? Ah, hello, Mr. Shen. Your vehicles are all good to go. Give me a call if you need something. Das ist doch nett. Sollen wir vielleicht noch ein Rennen machen, so zum Abschluss der Folge? Oder die Polizei. Ne, Polizei haben wir genug. Mach ich ein Rennen. Mal gucken, ob und wie das klappt. So. Setzen wir uns mal gerade die Spitze, dann könnt ihr euch da ein bisschen verkeilen, wenn ihr möchtet. 50%, ja, so lange scheint das nicht zu sein. Aber der Wagen macht sich schon mal gut. Sehr schön. Das war jetzt nicht so toll. Müssen wir. Na gut, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, noch ein bisschen auszubauen. Das ist sehr, sehr gut. Lange gerade Strecken ohne Verkehr. So mag ich das. Nochmal rüber. So, hier ein bisschen runterbremsen. Ja, das ist das mit der Handbremse, das ist, glaube ich, echt fast unnötig, weil die nicht wirklich viel bringt. Die ist eher zum Rammen gedacht, glaube ich. Also hier kann ich einfach mit dem normalen Gedöns der normalen Bremse ganz gut hantieren.
mich halt so einigermaßen hier aus dem Gröbsten raushalten. So, guck mal, das hat doch wunderbar funktioniert. Außer es fährt mir noch irgendjemand rein und zerlegt das Auto. Sehr schön. Oh, es gibt auch nochmal. Vielleicht soll ich langsam mal gucken, ob ich mir noch was kaufe. So an Zeug. Aber hey, ein weiteres Rennen gewonnen. Gut, dann würde ich sagen, wir beenden die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.